So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist genau 5.53 Uhr. Wie gestern schon berichtet, 20.000 Mal, werde ich heute früh um 6 gleich losgehen, den ersten Rayquaza Raid machen. Weil ich den restlichen Tag dann in Erfurt bin, beim Street Food Festival. Und was ist wichtig, ne? Ich musste gucken, wo geht ein Raid auf und wo geht natürlich ein Raid auf. Hier zum Beispiel an der Sportanlage in der Wiesenstraße. Der dümmste Platz, wo hätte ein Raid aufgehen können, weil da ist halt einfach mal nichts. Du kannst deine Geräte nirgendwo ablegen, außer vielleicht in die Wiese oder sonst was. Das ist richtig räudig. Aber egal, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir werden das schon irgendwo machen. Hier haben wir wieder die GoTool-App, das ist auch wichtig. Okay. Die Raid-Boss haben natürlich auch wieder gewechselt, passend zum Drachen-Event. Ihr seht, ihr habt jetzt hier auch Dratini im einer Raid, ne? Ihr habt immer noch Kaumalad im Zweier-Raid. Ihr habt, was ist noch interessant, nix. Hier Bruder Lander, Dragoran, Glurak im Vierer-Raid. Was geht denn da ab? Und natürlich Rayquaza im Fünfer-Raid. Wie ihr seht, immer Eisarmee am Start. Jetzt wird es auch noch dunkel hier in dem schönen Park. Ne, ist klar, ist noch keine Sonne da, nichts. Rayquaza auf jeden Fall mit Eis, anfällig gegen Eis, vierfach Schwäche gegen Eis. Nehmt immer Eis, nehmt Mamoodle, eure Mamoodle-Armee, haut da drauf, bis es umfällt. Und merkt euch auf jeden Fall auch den Wert. 21, 91 muss es haben. Und dann ist es ein 100er. Jetzt muss ich mich beeilen. Für 6.02 Uhr habe ich den nämlich angesetzt. Und habe auch schon in die WhatsApp-Gruppe gepostet für die Community. Der Bockwurst King hat sich gemeldet. Und habe natürlich in die Raid-Gruppe von uns gepostet, in Telegram. Wo ich ja gesagt habe, die ersten paar Leute, die sich melden, nehme ich dann mit ins Video. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache, wer sich alles gemeldet hat. Eventuell noch ein paar Leute einladen oder adden mit einem zweiten Account. Und dann haben wir ja auch noch diese begrenzte Forschung in der Drachenwoche. Die ziehen wir uns dann auch noch rein. Es sind leider schon zwei Aufgaben fertig, aber vielleicht können wir da noch die erste Belohnung abholen. So, jetzt will ich euch mal ganz kurz zeigen, was das jedes Mal für ein Prozedere ist, wenn man hier versucht, die Leute alle einzuladen. Ich sitze übrigens gerade hier mitten auf dem Parkplatz, weil, habe ja gesagt, hier kann man nirgendwo was machen, nirgendwo hin. Jetzt sitze ich hier auf dem Boden rum. Ich habe mir jetzt, bei dem hier lade ich 5 ein, bei dem hier lade ich auch 5 ein. Ich muss in die Lobby rein. Ich muss, sobald ich in der Lobby bin, auf den hässlichen Button drücken zum Einladen. Dann muss ich auf die Lupe gehen. Dann muss ich auf den Punkt gehen. Bruder, geh doch auf den Punkt. Und dann müssten... Ja, das funktioniert natürlich wieder mal prächtig. Hier Leon, Schmelle, Skorpion, Sky Kryptox und Rapp 14. Die kommen alle rein. Es dauert viel zu lang und es tut sich nichts, Junge. Was ist denn? Hier Konstin, Ramdosh, Krypto, Saphir, Royal Krypto, Sogos Rache. Die kommen alle rein. Jetzt muss ich hier oben aber die anderen noch rein schmeißen. Die Pässe dazu. Der Michas will selber kommen. Eigentlich wollte Kleingeist auch mitmachen. Der hat in WhatsApp gefragt. Dem habe ich geschrieben und habe gesagt, er soll bitte mal seinen Trainercode nochmal geben, weil ich den mit dem anderen Handy auch einladen wollte. Der hat aber die Einladung bis jetzt immer noch nicht angenommen. Eigentlich wollte ich 6.02 Uhr den Raid machen. Jetzt ist es schon 6.15 Uhr. Weil so viele Leute jetzt dann geschrieben haben, in die Liste rein, der nächste ist noch Platz, kann ich noch mitmachen, kann ich noch mitmachen. Deswegen wollte ich jetzt wirklich schauen, dass ich mit dem großen 5 einlade und mit dem typisch Andy 5 einlade. Und das ist ein bisschen chaotisch. Ihr müsst dann das eingeben, die müssen die Freundschaftsanfrage annehmen. Dann muss ich die beschriften mit dem Punkt, dass ich die in der Liste direkt finde. Mit der Kamera in der Hand hat es natürlich jetzt nochmal gedauert. Und tut mir leid für den Luca, der jetzt nicht mit reingekommen ist, aber ich habe wirklich dann geguckt, wer sich zuerst gemeldet hat, dass der zuerst mit angenommen wird. Beziehungsweise, wenn einer nur fragt, ist noch Platz?
aber ein anderer direkt seinen Code hinschreibt, dass ich den adden kann, habe ich das halt bevorzugt, damit es schneller geht. Jetzt geht's auch theoretisch los. Wir haben 17 Leute. Man hat es gar nicht mehr gesehen. Ich stelle das mal kurz hier hin. Ungefähr so. Hau jetzt mal hier drauf. Und hoffe einfach nur, dass jetzt alle reingekommen sind, dass es bei allen passt. Wir werden es ja danach sehen, wer alles dabei war, wer rausgeflogen ist, wer... Ach so, ich wollte noch ein Glücksei anmachen. Da sind nämlich jetzt auch Leute dabei, die habe ich gestern Abend frisch angenommen. Ich habe gestern Abend nämlich wieder ausgemistet, habe 4 Leute, glaube ich, gelöscht. Bei einem bin ich mir noch unsicher, beim Vorbelastet, der ist eigentlich relativ aktiv. Der schreibt auch immer viel in der WhatsApp-Gruppe, aber der hat... Vorgestern schon nichts geschickt und nichts geöffnet. Gestern auch wieder nichts geschickt, nichts geöffnet. Würde ich normalerweise auch dann rauspacken, aber mit dem war ich auch erst Glücksfreunde und der ist eigentlich immer korrekt gewesen. Jetzt habe ich das Glücksei vergessen. Vielleicht kann ich ja direkt, wenn ich fange, einfach nochmal rein und kann da nochmal drauf drücken. Wir gucken jetzt hier überall durch, ob wir irgendwo ein schillerndes Rayquaza haben. Und was das höchste ist, 21,44, 21,6, da haben wir 21,16, 21,55. 21,30 und der große zum Schluss mit, ach alles klar, 21,15. Woo! Der große kriegt das Shiny. Ist das überhaupt der große? Ja, das ist der große. Das ist sehr cool. Dann können wir das große natürlich jetzt fangen. Direkt einfach so. Da brauchen wir ja nicht mal hier Fangtrick oder irgendwas. Dann nehmen wir einfach hier die gelbe Beere, schmeißen die drauf, machen einfach nur den hier. Gut, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Mein Daumen ist schief, glaube ich. Aber egal, Rayquaza ist auf jeden Fall drin. Das Shiny ist gefangen. Bei den anderen versuche ich jetzt noch ein bisschen zu machen. Zack. Dass das Shiny ist, verrate ich noch niemanden. Das sehen die anderen dann. Und wir gucken noch mal ganz kurz hier in die Gruppe, um euch das nochmal zu zeigen, wie chaotisch das jetzt war die ganze Zeit. Ich habe hier angefangen, den Raid zu posten. Hier früh ist aufgestanden, 6.02 Uhr, Sportanlage, 5er, kam der Hannes, Ramdosch, Sokos Rache, Royal Kryptox. Und dann was, Rayquaza? Ja, da will ich auch noch Sky Kryptox, mit dem bin ich aber nicht befreundet. Dann kommt Gabriel, dann kommt der Konstin, so ein Mist, so früh und trotzdem zu spät. Dann habe ich gedacht, den habe ich aber auch drin. Auch gute Kollege, lade ich mit ein. Royal Kryptox hat zum Glück seinen Einladungscode noch geschrieben von dem anderen Account. Habe ich also bei dem anderen noch dabei. Bla bla bla. Habe ich die mal so ein bisschen eingetragen, auch Kleingeist. Aber der hat irgendwie die Einladung nicht angenommen vom typisch Andy. So, ich brauche noch ein paar Minuten und plötzlich ist noch Platz. Starten wir. Bam, ich wäre dabei. Zack, kann ich noch dazu. Der ist gar nicht dabei. Ich kann. Andy lädt ein. Ah, Luca. Puh. Liste dreht durch. Skorpion schreibt sich direkt rein, ohne groß zu fragen. Hat es deswegen auch reingeschafft. Ich kann mich nicht eintragen. Danke, Sky ist nicht dabei. Doch. Leon Renz kommt nochmal hier. Zack, schreibt Leon rein. Dann kommt Thomas. Hat sich noch reingeschrieben. Leon Renz, boom, war schon mit drin, hat gepasst, glaube ich. Michas selber, sind wir so viel, ja? Das ist immer gut, er kann auch immer einladen. Aber es hat jetzt auf jeden Fall funktioniert, dass ich 5 mit dem und 5 mit dem eingeladen habe. Wann starten wir? Andi lädt ein, bam, zack, Ramona, was geht ab? Und ein Durcheinander, ein Hin und Her. Muss ich mal fragen, alles geklappt? Vielleicht kam ja auch jemand nicht rein. So. Ah, ich komme nicht hin. Ich komme halt wirklich. Ich muss doch hier nur um und dann zack. So, so sieht's aus. Wir können aber jetzt direkt, das kann ich euch hier nochmal zeigen, das also die begrenzte Forschung. Ich weiß nicht, ob es da mehrere Kapitel gibt. Hier steht halt einfach nur, fange 3 Drachen-Pokémon. Ist fertig. Mache 5 großartige Würfe. Ist fertig. Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon. Das machen wir gleich noch. Erstmal fange ich hier und mal gucken, was dann hier die Pokémon-Belohnung ist und ob dann noch ein nächstes Kapitel kommt. So,
wir haben jetzt hier auch nochmal gefangen, ne? Und Zaun hat auch mitgespielt. Kennt ihr schon Zaun? Schreibt's mal in die Kommentare, wenn er mal mitspielt. Immer richtig genial. Hier hat er nämlich ein Krypto Mewtwo gefangen. Und hier, das war das Beste aus der Runde eben. Und ihr seht, das Beste ist auch noch ziemlich schlecht mit 21,55. Hier 12, 15, 12 in der Nähe von Römhild. Danke, Zaun, dass du dabei warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir wollen jetzt natürlich noch 3 Power-Ups machen. Beziehungsweise brauche ich ja dann nicht hier auf mich. Ich kann. Alter, jetzt wollte ich ja verlösen drücken. Was ist denn los hier früh so um die Uhrzeit? 3 Power-Ups, ja? Oder waren es 5? Gut, 5 Power-Ups. Das heißt, ich muss noch 2 machen. 2052. Jetzt können wir den mal hier aus dem Zaun rausziehen. Können den ja immer mal ein bisschen Power-Up nebenbei. Können die Aufgabe abschließen und können. Es steht halt nichts da. Es steht nicht irgendwie Kapitel 1 von 2, sonst was. Holen uns jetzt Spezialforschung abgeschlossen. Ein Capuno. Ein Dratini. Okay, nehm mal das Dratini mit. Da muss es wohl doch mehrere Kapitel geben. Ich sag dazu nichts mehr. Gut. Haben wir jetzt, anstatt da eine ganze Folge über dieses eine Kapitel zu machen, gibt es halt das beim Raid dazu. Und das heißt, dass ich am Sonntag dann in Ruhe das zweite Kapitel machen kann und heute mich aufs Street Food Festival konzentriere. 4 von 5 Pokémon gefangen, das können wir natürlich bewerten, weil das kann ja jetzt auch ein richtig gutes sein. Ist es natürlich nicht. Und wir brauchen beim nächsten... Ich verstehe es nicht. Steht wieder nichts da. Kann ein Fehler sein. Was ich aber lustig finde... Egal, wo ihr rumrennt, überall sitzen einfach Knackleon rum, wie am C-Day, Dratini wie am C-Day und Kindwurm wie am C-Day. Man könnte also denken, wirklich, es sind 3 C-Days in einem. Was ist denn hier? Eben hat es doch noch was angezeigt, oder nicht? Jetzt, wie es halt rumhängt, einfach nur, entwickle 3 Pokémon, lande 7 großartige Würfe, fange 5 Pokémon vom Typ Drache. Das müsste man also als nächstes machen, aber ich habe keine Zeit, deswegen haue ich das Video jetzt raus und mache die Forschung dann in Ruhe. Morgen, übermorgen, kann ich ja Sonntag, glaube ich, vielleicht alles am Stück machen, dann ist die Sonntagsfolge auch schon garantiert. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr schon euer erstes Rayquaza gemacht heute? Habt ihr generell heute euer erstes Rayquaza gemacht? Und habt ihr ein Shiny bekommen heute? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.